Josef Pilates ist der Mann, welcher die Methode entwickelt hat. Im Grunde war die Methode nur gebaut, dass die Übungen auf der Matte sind, aber weil die Menschen nicht die Methode gut verstehen haben, hat Pilates die Geräte gebaut. Die Grundgerät für Pilates ist Reformer und hier in Sano Gym haben wir Kurse auf den Geräten, auf den Reformer-Geräten und der Gerät nutzt, dass wir vertiefen die Arbeit von Bauchmuskulatur, dass wir besser die Körperbewegung kontrollieren und der Gerät gibt uns Möglichkeit, bei Verletzungen leichter zu arbeiten und gibt Unterstützung in jeder Bewegung. Am Anfang von Kurs starten wir immer mit Footwork-Übungen, welche den Körper warm machen, aktivieren wir die große Muskulatur, Atmungsübungen, aufpassen wir, wie wir atmen und normal Bauch anspannen. Nach ersten Footwork starten wir mit der wichtigsten und der berühmtesten Übung in Pilates und das ist Handrit, welche ist wieder Atmungsübung und Übung, welche aktiviert den Oberkörper und die Arme und nach Handrit haben wir den ganzen Körper warm, dass wir weiter den Körper und die Menschen quälen. Durch die Reformer-Kurse können wir leichter aktivieren die tiefe Muskulatur und sehr viele Forschungen haben gezeigt, wo der Reformer wirklich mehr Sinn hat als die Mattenübungen und der Gerät bringt mehr Verständnis in den Gehirn und Körper von Klienten, dass die besser das umsetzen im Alltag und wieder Kurs weitergeht, versuchen wir wirklich jede Muskulatur aktivieren im Körper, so dass die Wiederholungen nicht mehr als 10 sind, dass der Körper nicht zu müde ist in einer Position und jede Bewegung geht sinnvoll von einer zum Beispiel von Extension vom Körper, von Öffnung, dass wir die Rückenmuskulatur mehr aktivieren, zum Beugung, dass wir die Rückenmuskulatur mehr dehnen. Und ganzer Kurs ist so gebaut und so geplant, dass wir den Körper von jedem Gelenk, von jeder möglichen Muskulatur aktivieren und bewegen und dass der Bewegungsumfang vom Körper größer wird, auch wie die tiefe Muskulatur kräftiger wird, wird der Körper mit längerer Zeit stärker und gesünder. Der Widerstand von Reformer ist nicht groß und das ist die gute Sache. Wenn wir Verletzungen haben, können wir es leicht und langsam und sicher den Körper kräftiger machen. Durch die Stunde, durch den Kurs gehen wir geplant von Warm-up zum Kräftigung und enden den Kurs mit Dehnung. Und das wichtigste Teil ist wirklich die Dehnung, dass der Körper sich nach so viel Spannung ein bisschen locker lässt und das fühlt man jedes Mal nächsten Tag, wie der Training wirklich Gutes gemacht für den Körper ist und dass wir nicht keine Muskelkater haben, sondern nur schöne Muskelspannung, welche uns gesund hält und die Körperhaltung verbessert.